Besser hätte man es eigentlich jetzt gar nicht erklären können. Ja. Wichtig ist, und das möchte ich, dass das rüberkommt, wir haben tatsächlich Lösungen für unsere Kunden und dementsprechend ist es auch, könnt ihr da mit breiter Brust dann dementsprechend rausgehen. Ja. Gut, damit möchte ich das ganze Thema jetzt erstmal hier so ein bisschen abrunden und würde jetzt nochmal auf ein Thema eingehen, was ja auch immer wieder so ein Thema ist, nämlich wie baue ich ja mein Geschäft jetzt von null an auf? Und dazu möchte ich dir gerne kurz am Whiteboard was zeigen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier so hinkriegen. Gebt mir mal bitte ganz kurzes Feedback, ob ihr jetzt das Whiteboard sehen könnt. Das wäre ganz prima von euch. Einfach nur ja oder. Okay. Okay, super, danke. Passt also gut. Prima. Also, wer heute bei Null anfängt, ja, der sollte im Prinzip starten in zwei Phasen. Und die erste Phase, das ist etwas. So, kleinen Moment, machen wir das mal hier ein bisschen dünner von der Strichstärke her. So. Ja, jetzt ist es besser. Gut, also in der ersten Phase ist es entscheidend, ja, dass wir, und das kann ich jedem nur empfehlen, im persönlichen Umfeld anzufangen. Ja, bedeutet, dass wir den Menschen, ja, die wir kennen, einfach sagen, was wir beruflich machen. Und ich würde einfach mal, schaut, oder ich fange mal ein bisschen anders an. Im Network Marketing ist es doch so, dass die meisten Menschen im Vertrieb allgemein, ja, die Menschen sind eigentlich mehr oder weniger auf der Jagd. Ja, die sind auf der Jagd und ja, das merken die Kunden, ja. Und jetzt, ja, frag dich mal selber, wer will denn gejagt werden? Also jeder, der nicht so beim Drei auf dem Baum ist, ja, der wird angesprochen. Und grundsätzlich ist gegen dieses Ansprechen auch gar nichts zu sagen, ja. Aber wie wäre es, wenn wir alles, was wir marketingtechnisch tun, egal ob wir jetzt auf Menschen zugehen, ob wir Online-Marketing betreiben, egal was wir so marketingtechnisch machen, wie wäre die Idee, wenn wir das Ganze so machen, dass, ja, dass wir ein Umfeld kreieren, wo sich die Menschen wohlfühlen und wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie uns entdeckt haben, dass sie die Idee hatten. Ja, dass sie diejenigen sind, die kaufen wollen, ja, und nicht etwas verkauft bekommen. Und das können wir in unseren Gesprächen machen, indem wir ja vernünftig, ja, auf eine anziehende Art und Weise kommunizieren. Ja, gebe da auch gerne noch ein Beispiel dazu dann. Und dass wir alles, was wir so in Bezug auf Marketing machen, ja, einfach dass wir das Ganze anziehend gestalten, dass wir anziehend werden für Menschen. Ich gebe ein Beispiel. Du könntest hergehen und könntest deine Leute anrufen, könntest sagen, hey, ich bin jetzt Energiereferent, lass uns doch mal deinen Stromvertrag prüfen, ob du nicht Geld einsparen kannst. Hey, momentan überall Preiserhöhungen, du musst unbedingt wechseln. Das ist die eine Variante. Zweite Variante, ja, wäre doch, mal einfach die Leute anzuschreiben und zu sagen oder anzurufen, zu sagen, hey du, ich mache gerade eine Fortbildung zum Energiereferenten, weil wir aktuell ja im Energiemarkt eine Situation haben, die gab es so noch nie. Ja, und du hast es bestimmt auch schon mitgekriegt, dass die Preise permanent steigen. Und ich wollte jetzt auf diesem Weg einfach nur mal kurz Bescheid geben, dass ich das jetzt beruflich mache, dass ich da gerade eine Fortbildung mache. Und wenn du möchtest, ich brauche sowieso noch ein paar Abrechnungen zum Üben. Ich kann ja auch mal gleich überprüfen, inwieweit du von den Preissteigerungen betroffen bist. Ja, macht es Sinn für dich? Wenn nicht, ist keine Sache. Prima. Das heißt, wir haben jetzt aus verkäuferischer Sicht gesehen, ja, ist es natürlich nicht das, was man von einem Verkäufer erwartet, ja, aber aus einer menschlichen Sicht raus gesehen ist doch das eine viel tollere, eine viel einfachere Kommunikation für alle Beteiligten, weil jeder die Wahl hat zu entscheiden, gehe ich den Weg mit oder gehe ich den Weg nicht mit. Und unser Job, und das ist das, was ich immer sage, unser Job ist nicht irgendjemanden von etwas zu überzeugen, was der gar nicht haben will. Ja,
sondern sind wir doch mal ehrlich, es gibt keinen Grund, eine Ersparnis nicht mitzunehmen. Die gibt es einfach nicht. Also hängt es doch weniger damit zusammen, dass das Produkt nicht passt, sondern dass wir die Menschen auf eine Art und Weise angesprochen haben, wo die so ein ungutes Bauchgefühl dabei haben. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir mal so ein bisschen Druck aus der Sache rausnehmen und wirklich einfach mal mit den Menschen über die Situation sprechen und sagen, Mensch, wie siehst du die Situation? Ja? Also das nur mal so als Vorschlag meinerseits aus. Und dann ist die erste Phase eben, ja, das eigene Umfeld, das eigene Potenzial, ja. So. Das eigene Potenzial. Ja, einfach mal die Menschen anrufen, sagen, was man beruflich macht, ja. So wie wir es in unserem, ja, in unserer Ausbildung auch schulen. Ja? Und mal einfach diese ganzen Ersparnisgeschichten und so weiter weglassen. Ich sage auch zu meinen Leuten in der Einarbeitung immer, mich interessiert nicht, ob ihr ja in den ersten 25, 30 Gesprächen, ob ihr da einen Abschluss erzielt, weil es geht in der Phase 1 nur um eins, um Lernen. Ja, weil das Lernen ist extrem wichtig. Schau, wenn du heute, beziehungsweise wir machen gleich erst die zweite Phase und dann sage ich dir, warum das so wichtig ist, weil das ist wichtig fürs Verständnis. Und in der zweiten Phase nehmen wir den gesamten Prozess, also alles, was wir hier tun, ja, telefonieren, mit den Menschen sprechen, Verkaufsgespräch führen, Empfehlungsnahme etc. und packen das in ein automatisiertes System. Und der Vorteil ist, bei unseren Partnern, das System ist schon da. Ja, man muss es nur umsetzen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Man kann das nach einer Anleitung einrichten und dann hat man das. Und dann ist unser Fokus nur noch darauf, Interessenten einzuladen. Ja, das heißt, wir laden die ein, sich eine Info anzusehen und dann kommen die in den sogenannten Sales Funnel. Ja, der Sales Funnel ist im Prinzip, wenn du so willst, eine, ja, wir haben dort verschiedene Verkaufspräsentationen drin, wir haben dort E-Mails drin, die automatisch ja, versendet werden an unseren Interessenten. Also du musst dir das so vorstellen, du hast einen Interessenten und der möchte gerne weitere Informationen haben. Dann trägst du oder er trägt seine E-Mail-Adresse auf einer Landingpage ein. Ja, das kannst aber auch du manuell machen. Dann bekommt die Person eine Nachricht, ja, und dort muss sie bestätigen, dass sie die Infos angefordert hat. So, und jetzt beginnt der automatische Prozess. Ja, so, und dieser automatische Prozess, der führt den Interessenten durch verschiedene Themen, die unsere Kunden, ja, wo die sich einfach fragen, ja, wo zukünftige Vertriebspartner einfach sich fragen, kann ich der Firma vertrauen? Ist die Firma seriös? Ist da Betrug dahinter? Etc. pp. Ja, und dann führen wir diese auf unsere Geschäftspräsentationen, geben weiteren Inhalt und der ganze Prozess ist automatisiert und im besten Fall kommt dann zum Schluss ein neuer Vertriebspartner raus, eine Anfrage zu einem Telefonat, ja, etc. Das heißt, alles, was wir in Phase 1 selbst machen, was uns Zeit kostet, ja, das machen wir im Prinzip in der Phase 2, ja, tun wir das im Prinzip automatisieren, wenn man so will, ja. Gut. So, kleinen Moment, jetzt ging hier gerade was auf. Ich muss das schnell schließen. So. Das heißt, wir automatisieren diesen Prozess so gut es geht, so dass wir uns nur noch hier vorne, ja, darauf konzentrieren müssen, täglich neue Interessenten in diesen Prozess zu bringen. Und das Gute ist, der Prozess, der ist schon fix und fertig da. Den müsst ihr nur noch im Prinzip nach einer Anleitung, und das ist wirklich super, super einfach, einrichten. Ja, dazu brauchen wir ein Tool, zeige ich euch auch gleich noch. Aber das ist im Prinzip das, wie ich neue Vertriebspartner rekrutiere. Ja, und die meisten, die jetzt heute da sind, ja, ist ja auch der ein oder andere Partner von mir dabei. Ihr werdet feststellen, ihr seid nahezu alle auf diesem Wege gekommen. Ihr habt irgendwo eine Information gesehen von mir, habt dann entweder euch direkt angemeldet oder ihr habt eine Anfrage gestellt und wir sind dann ins Gespräch gekommen. So, und jetzt komme ich auf den Punkt von eben zurück. Die Phase 1 ist deshalb so wichtig,
weil ihr müsst verstehen, wie die Menschen in diesem Geschäft funktionieren. Ja, schau, wenn du heute in die Fahrschule gehst, dann ist das Auto ja auch schon da. Ja, also das Auto, das gibt's ja schon. Ja, aber du musst halt lernen, das Auto zu fahren. Du musst lernen, wie die Straßenverkehrsregeln sind. Ja, das ist halt ein wichtiger Punkt. Wenn du das nicht lernst, sowohl durch Theorie und Praxis, dann wirst du ein schlechter Autofahrer sein oder eine schlechte Autofahrerin sein. Und deswegen ist diese erste Phase hier die wichtigste überhaupt. Und jetzt sage ich euch was, und das ist die, die die meisten einfach übergehen wollen. Ja, natürlich, es ist zeitaufwendiger. Ja, man kriegt auch mehr Neins direkt, weil hier, ja, in diesem Prozess habe ich ja nur noch Leute, die auf mich zukommen. Ja, weil die haben ja die Informationen schon vorher gekriegt. Ja, und wenn ihr dort jetzt, ich sag mal, 1000 Leute durch diesen Prozess schickt, ja, dann haben wir eine Quote, dass jeder 30., der sich hier einträgt, ja, wird Vertriebspartner. Also die Quote ist 1 bis 3. Es kommt immer darauf an, wo auch diese Interessenten hier herkommen, ja, wie ihr die generiert habt. Ja, da gibt es bessere Möglichkeiten und schlechtere Möglichkeiten. Aber natürlich sagen auch hier zwischendrin, werden ja nicht alle 1000 Vertriebspartner, die sagen auch nein. Nur das Nein kriegt ihr nicht mit. Aber ihr müsst verstehen, wie die Prozesse aufgebaut sind. Ihr einfach und das, wie die Menschen halt funktionieren, damit ihr in diesem Prozess erfolgreich arbeiten könnt. Und dazu ist diese Phase 1 entscheidend. Ja, und deswegen kann ich euch dann nur ans Herz legen, das auch so aufzubauen. Ja, also, wie baut man das Geschäft von null an auf? Ganz einfach, Phase 1, indem ihr in eurem Umfeld, ja, aktiv seid, mit den Leuten sprecht, aber auf eine angenehme Art und Weise, so dass ihr nicht als Verkäufer rüberkommt, sondern dass ihr den Leuten sagt, du, hör zu, ich mache gerade eine Fortbildung. Wir haben aktuell die Situation im Energiemarkt, dass wir eine Preisanpassung haben, die gab es noch so in der Art und Weise noch nie. Ja? Und hast du schon eine Preiserhöhung gekriegt? Wie Preiserhöhung? Nee, noch nicht. Prima, dann können wir jetzt noch rechtzeitig intervenieren. Gib mir doch mal deine Abrechnung zum Üben. Ja, ich schaue mir das an und sage dir natürlich Bescheid, ob du zu teuer abgerechnet wirst. Bei uns ist es auch nicht nur der Preis, Leute. Ja, darum der Preis ohne das richtige Bauchgefühl beim Kunden. Ihr könnt 500 € Ersparnis bringen, ihr könnt 1000 € Ersparnis bringen. Wenn die Menschen bei euch ein schlechtes Bauchgefühl haben, werden sie nicht abschließen. Auf der anderen Seite haben wir Leute im Team. Ja, ich selbst habe auch schon Verträge abgeschlossen, da haben die Kunden gar keine Ersparnis gehabt. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil wir eben, und das, ich will es jetzt nicht wiederholen, wir haben es ja vor ein paar Minuten schon besprochen, weil es viel mehr ist. Schaut, es geht bei der Abrechnung überprüfen nicht nur darum, dass wir einen günstigeren Preis haben. Viele Menschen, ja, die melden ihre Zählerstände gar nicht, ja, obwohl sie das eigentlich müssten. So, was passiert dann? Die werden geschätzt. Das heißt, manche zahlen unnötig zu viel Abschlag voraus. Bei manchen kann es auch passieren, dass die eine viel zu hohe Nachzahlung kriegen oder dass die einfach mal eine Nachzahlung kriegen, die verhindert hätte werden können. Ja, und das sind einfach Punkte, da sind wir als Berater, als Energiereferenten gefragt. Das heißt, wir sind viel mehr als nur günstig Strom und Gas vertreiben. Aber dazu, das lernt ihr alles bei uns in der Ausbildung, wenn ihr die Ausbildung richtig mitmacht. Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Fangt an, euer Geschäft auf eine Art und Weise zu machen, dass ihr auch so ein bisschen attraktiv für andere Menschen werdet. Dass andere Menschen merken, hey, wenn ich lese jetzt hier gerade Mario, ja, wenn ich mit dem Mario zusammenarbeite, ich weiß jetzt nicht welcher Mario, aber Grüße an dieser Stelle. Wenn ich mit einem Mario zusammenarbeite, ja, dann fühle ich mich gut aufgehoben. Ich weiß, ich brauche mich um das Thema Energie nicht mehr zu kümmern. Schau, machen wir uns nichts vor. Heute gibt es Steuerprogramme, die kann man sich bei Aldi und Lidl kaufen, ja. Und dann kann jeder seine Steuererklärung selber machen. Aber die wenigsten machen das. Die meisten haben einen Steuerberater. Warum? Weil sie wissen, dort wird es richtig gemacht. Und so ist es bei uns auch. Ja, also es ist viel, viel mehr als nur ja, Strompreise vergleichen. Ja, also das ist ganz wichtig, dass ihr das für euer Verständnis auch habt. Und dann könnt ihr die Gespräche
super entspannt führen. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch, dass ihr entspannte Gespräche führt. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr hier unser System nutzt. Weil bei diesem System, ja, ist auch die Ansprache ganz einfach. Das heißt, wir können hier entweder durch Werbeanzeigen neue Interessenten generieren. Wir können aber auch, wenn wir mit Menschen sprechen, ja, und feststellen, wenn, ich mache jetzt mal ein Beispiel aus der Hüfte geschossen. Mal angenommen, der kommt ins Gespräch und ja, und ich lese jetzt hier gerade, Marius steht halt hier gerade, sagt: Mensch, Mario, wie gehst denn du aktuell mit den Preiserhöhungen rum? Hast du auch schon Preiserhöhungen bekommen? Dann sagt Mario vielleicht sowas wie: nee, aber ich habe gehört, Strom, Gas wird teurer. Sag, ja, prima, interessiert dich, wie du dagegen dich absichern kannst? Ja, klar, warum nicht? Sag ich: prima, ich würde dir einfach mal ein paar Infos zuschicken, und wenn es für dich interessant ist, dann lass uns doch mal miteinander sprechen. So, und dann trage ich den hier ein. Und dann lasse ich die ganze Erklärarbeit, lasse ich einfach unser System machen. Und nach ein paar Tagen rufe ich einfach an und sage: Hey Mario, wie geht's dir? Hast du Infos angeguckt? Ja, wie sieht's aus? Sollen wir mal überprüfen, wie es bei dir aussieht? Dann brauche ich von dir deine Abrechnung. Ja, oder kennst du jemanden, der aktuell 500 bis 1000 Euro aus dem Homeoffice verdienen will? Das heißt, ich spreche die Leute dann gar nicht direkt an, weil wenn die Interesse haben und ihr seid dann im Gespräch, dann sagen die euch das. Ja? Also, was ich damit sagen will: Ihr müsst eure Person aus dem Spiel nehmen. Und das war für mich ein riesen Gamechanger. Ich habe früher immer alles selber erklärt. Ja? Und habe festgestellt, dass die Leute, die mich gut kennen, das seid ihr halt immer. Ja, jetzt lese ich hier Nils zum Beispiel. Der Nils ist halt bei den Leuten immer der Nils und nicht der Energieexperte. Ja, weil die kennen dich vielleicht schon 10, 15 Jahre, ne? So, und wenn die das von jemand anderem hören, die gleiche Info von jemand anderem, ja, dann glauben sie es. Und dann hast du natürlich auch eine ganz leichtere Akquisition, ja, von neuen Kunden und neuen Vertriebspartnern. So. Und damit wir das Ganze im Vertrieb, im Network Marketing, auch für eure Partner, ist ja wichtig, dass wir das Ganze, ja, dass wir das Ganze duplizierbar halten und umsetzen, ne? So. Und die Umsetzung, dazu benötigen wir ein Tool. Und jetzt teile ich mal ganz kurz den Bildschirm und ich zeige euch, welches Tool wir dafür nutzen. Und jetzt noch was: Jeder von euch, der heute hier ist, der jetzt quasi dieses Tool erwirbt, am besten über mich. Aber wenn jetzt Leute hier aus unserem Team sind, die einen Teamleiter haben, der das Tool ebenfalls nutzt, dann macht es bitte über den Teamleiter. Ja, nicht über mich, sondern über den Teamleiter. Ja, weil eure Partner machen es ja dann auch über euch. Und so baut sich jeder nochmal ein weiteres Einkommen auf, weil wir hier nochmal zusätzliche Provisionen erhalten. Und zwar jeden Monat, ja, wo unsere Teampartner das Tool auch nutzen. Ja, so. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz, das Tool. Und das Tool brauchen wir, weil ich versuche es mal kurz von der technischen Seite zu erklären, was passiert. Wenn ihr das Tool habt, dann bekommt ihr Zugang zu unserem VIP-Club. Und in diesem VIP-Club, da findet ihr weitere Videos und Anleitungen, wie ihr, ich zeige euch das einfach mal, was ihr da drin findet. Moment, ich rufe das mal schnell auf. Einfach damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Kleinen Moment. So, wir haben hier allein unter der Rubrik Leads und Traffic generieren, ja, ich glaube, über 6 oder 7 Stunden Videos, wie ihr Interessenten generiert für dieses System, dass das System euch fertige Vertriebspartner dann bringt, ja. Also Leute, die dann auf euch zukommen oder die direkt bei euch anfangen, ja. Wir haben hier unter der Rubrik Funnel oder Teleson, haben wir im Prinzip das System fix und fertig. Und dort ist dann im Prinzip eine Anleitung dabei, ja, wie ihr diesen Funnel einrichtet. Ja, da haben wir ein Sponsorsystem für die Teleson. Ihr habt hier eine Anleitung. Ihr seht Step by Step, wie das funktioniert. Und das ist super easy. Ja, es ist wirklich einfach. Und das ist das Entscheidende auch für eure Partner, dass die es einfach haben. Ja, weil wir sind keine Technikgenies. Ja, das ist auch nicht unser Job. Ja, sondern ihr nutzt einfach die Kompetenz, die wir haben.
Ja, wir geben euch die Werkzeuge fix und fertig, ihr richtet sie ein und arbeitet mit denen. Und wie ihr mit denen arbeitet, das kriegt ihr auch im VIP-Club. Und im VIP-Club habt ihr natürlich auch noch die Zusatzmöglichkeit, einfach dort direkte Fragen dann auch nochmal an mich zu stellen. Ja, weil ich halt nicht für jeden ja immer die Zeit habe, dass ich alles eins zu eins mit den Leuten besprechen kann. Aber im VIP-Club, da sind dann auch wirklich nur die Partner drin, die da wirklich auch weiter wollen in diese Richtung, ja. So, und dann haben wir eine Maschine quasi kreiert, wo wir einfach nur gucken müssen, dass wir wie in so einen Trichter oben möglichst genügend Leute reinfüllen, dass unten Vertriebspartner rauskommen. Das ist es, ja. Und da helfe ich euch gern dabei und zeige euch gern, wie das Ganze funktioniert. Gut, das Tool, was wir dazu brauchen und was ihr für das Tool investieren müsst, zeige ich euch auch. Und da gibt es eine positive Nachricht. Aber nur für alle die, die heute da sind. Und zwar, dieses Tool nennt sich Builderall. Und Builderall ist ein Tool, da haben wir alle, kurze Frage, ganz kurz in den Chat. Könnt ihr den Screen jetzt sehen? Könnt ihr die Seite mit den Preisen hier sehen? Gebt mir mal ganz kurz ein Ja oder einen Daumen hoch oder so. Ja, prima, hervorragend, super, sehr gut. Gut, ihr seht, es geht bei 12,90 € mittlerweile los. Und für alle, die heute da sind, wenn ihr mit diesem 12,90-Paket anfangt, dann bekommt ihr auch Zugang zu meinem VIP-Club. Ja, da gebt ihr mir einfach dann kurz Bescheid, dass ihr das über euren Teamleiter gekauft habt. Wichtig ist, ich akzeptiere nur Partner, die auch bei uns in der Struktur sind. Ja, das heißt, wenn heute direkte Teampartner von mir da sind, ich poste jetzt gleich noch einen Link rein in den Chat, dann bitte über diesen Link anmelden. Wenn Teampartner da sind, die zum Beispiel aus anderen Strukturen, die in unserem Team sind, ja, dann macht es bitte über euren Teamleiter. Ist ganz, ganz wichtig. Okay? So, und dieses Tool brauchen wir, damit wir, und das ist jetzt die positive Nachricht, die ganze Zeit mussten wir mindestens dieses 69,90-Paket haben, dass wir diesen Funnel ja transferieren konnten. So, das können wir jetzt auch mit dem 12,90-Paket, aber ihr habt dort ja gewisse Einschränkungen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, mindestens diesen Premium-Plan hier zu machen, die 69,90, bevor ihr aber gar nichts macht, ja, und ja, die Flinte ins Korn werft, dann fangt mit diesem Plan hier an. Ja, aber ihr werdet feststellen, ihr werdet früher oder später den Plan hier brauchen, ihr werdet ihn lieben lernen, weil ihr habt hier alle Tools drin, die ihr jemals brauchen werdet, um euer Geschäft über das Internet aufzubauen. Ja, und wie ihr das dann macht, das zeige ich euch dann im VIP-Club und da sind wir auch für euch da. Frage, Antworten, ja, könnt ihr dann im Prinzip dementsprechend stellen. Ihr bekommt die Antworten. Wir lassen euch da dann auch nicht im Stich. Ja, also trefft, was das betrifft, eine Entscheidung. So, und jetzt sehe ich.